Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Mein Name ist Wolfgang Strunz. Ich grüße Sie ganz herzlich. Kurz vor der Veranstaltung hat man mir gesagt, wo die Mitte im Saal ist, an diesen Tisch soll ich mich setzen, damit ich jetzt stehe. Ich stehe also sozusagen jetzt im Mittelpunkt. In dieser Zeit ist es ja sehr schwer, im Mittelpunkt zu stehen, wenn man nicht gerade Böhmermann heißt und Gedichte erzählt. Aber ich möchte lieber ein Loblied singen. Und zwar auf die Buddha-Stiftung und all die Mitarbeiter und Experten, die diese Stiftung unterstützen. Und zu den ehrenamtlichen Unterstützern gehören sehr viele, die heute auch hier sitzen und ich auch. Und ich will auch Vorbild sein und bin es auch schon seit ungefähr 15 Jahre besteht diese Stiftung. Seit 10 Jahren gehe ich regelmäßig zur Darmuntersuchung und lasse mich nicht nur auf der einen Seite untersuchen, sondern von beiden Seiten, also auch von oben. Und ich kann nur sagen, ich als Mann habe das tapfer überstanden und kann allen Männern nur Mut machen. Eigentlich sind wir ehrenamtlichen Mitarbeiter, auch Mitarbeiter des Gesundheitsministeriums. Und deswegen freue ich mich eigentlich auch sehr, dass ich den ersten Redner begrüßen darf, und zwar den Bundesgesundheitsminister Hermann Göring. Herzlich willkommen. Sehr geehrte liebe Frau Dr. Mahr, Herr Stumpf begrüße ich als neuen ehrenamtlichen Mitarbeiter. Herzlichen Dank. Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Freunde, Förderer, Unterstützer, ehrenamtliche Mitwirkende der Felix-Burger-Stiftung. Ich freue mich und es ist mir eine große Ehre, heute den Felix-Burger Award 2016 eröffnen zu dürfen. Die Felix-Burger-Stiftung begeht in diesem Jahr ihr 15-jähriges Bestehen. Sie hat in dieser Zeit dem überaus wichtigen Thema der Darmkrebsvorsorge die Aufmerksamkeit und Sichtbarkeit gegeben, die notwendig war, um einen wichtigen Durchbruch in der öffentlichen Wahrnehmung zu erreichen und eben in der Natürlichkeit des Bekenntnisses zu einer solchen Untersuchung wurde etwas deutlich von dem, was in den letzten 15 Jahren mit erreicht wurde, dass auch Ereignisse wie dieser wunderbare Abend dazu beitragen, ein Thema aus der Tabuzone in das Gespräch zu bringen und damit Menschen zu erreichen, nachzudenken darüber, ob nicht auch Sie an der Reihe wären, genau diese Entscheidung zu treffen. Dieses Verdienst von Ihnen, liebe Frau Dr. Mahr, und Ihren Mitstreiterinnen und Mitstreitern kann gar nicht hoch genug eingeschätzt werden. Ich danke sehr herzlich dafür. Besonders beeindruckt und berührt bin ich von der Menschlichkeit und von der Weitsicht Felix Burgers. Es war Felix Burgers Anliegen, dass anderen Menschen sein Schicksal erspart bleibt. Dazu finde ich passend einen Satz von Albert Schweitzer, der einmal sagte, ich zitiere ihn, eine Weltanschauung ist nur so viel wert, als die Antriebe zu Ethik und Kultur für den Einzelnen wie für die Gesellschaft enthält. Felix Burger blickte über das eigene Leben, über das persönliche Schicksal hinaus. Gleichsam seiner wichtigen, weitsichtigen Anschauung der Welt verdanken wir den Antrieb zu dieser Stiftung. Wie kann der Tod von jährlich vielen tausend Menschen an Darmkrebs durch bessere Aufklärung und gezieltere Vorsorge am wirksamsten verhindert werden? Diese Frage treibt die Felix-Burger-Stiftung seit 15 Jahren an. Und wenn ich von der Stiftung spreche, dann meine ich viele einsatzfreudige Frauen und Männer, die aktiv in der Stiftung und für die Stiftung arbeiten. Viele von Ihnen sind heute hier. Ich danke Ihnen für Ihr wertvolles, für Ihr unermüdliches Engagement. Der hohe Stellenwert, den die Früherkennung heute in der Krebsbekämpfung gerade bei Darmkrebs hat, zeigt, wie vorausschauend und richtig Felix Burger dachte. Die Früherkennung trägt heute wesentlich dazu bei,
dass ich die Chance auf ein Überleben bei einer Darmkrebsdiagnose verbessert hat. Während 2002 rund 56% der betroffenen Menschen 5 Jahre nach der Erkrankung noch gelebt haben, sind es 10 Jahre später, 2012, immerhin 63%. Auch die Zahl der Darmkrebs-Neuerkrankung ist inzwischen rückläufig. Wir hielten noch im Jahr 2002 mehr als 71.000 Männer und Frauen die Diagnose Darmkrebs, waren es im Jahr 2012 62.300 Neuerkrankungen, also etwa 9.000 Erkrankungen weniger. Dieser Erfolg ist deswegen umso bemerkenswerter, als aufgrund der demografischen Entwicklung eigentlich von einer steigenden Zahl von Neuerkrankungen man hätte ausgehen müssen. Dank besserer und intensiverer Vorsorge können bösartige Tumore in einem früheren Stadium entdeckt werden. Die Darmspiegelung dient außerdem dazu, Darmpolypen als Krebsvorstufe gleich bei ihrer Entdeckung bereits zu entfernen. Das ist eine erfreuliche Entwicklung, aber es gibt immer noch zu viele Menschen, die an den Folgen von Darmkrebs sterben. Im Jahr 2012, daraus rühren die letzten Zahlen des Robert-Koch-Instituts, waren es 26.000. Das zeigt, dass wir noch einen erheblichen Weg vor uns haben. Seit Einführung der Früherkennungsdarmspiegelung im Oktober 2002 nahm bis zum Jahr 2013 knapp 20% der Versicherten zwischen 15 und 74 Jahren dieses Vorsorgeangebot wahr. Gut für diese 20%, gemessen an den 100%, die er erreichen wollte, noch zu wenig. Mit dem Krebsfrüherkennungs- und Registergesetz, kurz KFRG genannt, haben wir die Voraussetzungen geschaffen, um die Menschen besser zu erreichen und sie gezielt auf das so lebenswichtige Thema Vorsorge anzusprechen, indem sie künftig persönlich zur Darmkrebsfrüherkennung eingeladen werden. Das treiben wir gemeinsam mit den Ländern voran. Eine gute Gelegenheit, auch meine Kollegin Melanie Hummel aus dem Freistaat Bayern zu begrüßen. Und weil wir auf der guten Vorarbeit anderer aufbauen und weil ich weiß, dass es ihm selbst immer ein Herzensanliegen war, freue ich mich auch, dass heute Abend der in dieser Frage so engagierte Vorgänger von mir, Daniel Bahr, unter uns ist. Beiden auch von meiner Seite aus ein herzliches Willkommen. Jetzt geht es darum, unter Hochdruck die Vorgaben des Gesetzes durch den zuständigen gemeinsamen Bundesausschuss, also die Selbstverwaltung, umzusetzen. Hier wird derzeit beraten, die fachliche Ausgestaltung des konkreten Screening-Programms. Und ich erwarte in diesen Tagen einen ersten, ganz wichtigen Teilbeschluss zu dem vorgesehenen Screening. Die Konzeption eines solchen Screening-Programms mit einer persönlichen Einladung, aufklärender Information, gezielter Diagnostik, anschließender Dokumentation und Qualitätssicherung sowie messbare Erfolgskontrolle, ja, das ist ohne Übertreibung wirklich eine Mammutaufgabe. Niemand weiß das besser als Sie, liebe Frau Dr. Mahr, die im Namen der Felix-Broder-Stiftung am Nationalen Krebsplan mitwirkt und die den Gesetzgebungsprozess mit Sachverstand aus vielen Jahren der Stiftungsarbeit eng begleitet hat. Liebe Frau Dr. Mahr, Ihnen gebührt ein besonderer Dank dafür, dass Sie diesen Antrieb, dessen Initialzündung Ihr ganz persönliches Schicksal war, dass Sie diesen Antrieb in Ihrem Stiftungsengagement in den Dienst unserer Gesellschaft gestellt haben. Mit Ihren wirkungsvollen Initiativen, angefangen beim Darmkrebsmonat März über das begehbare, überlebensgroße Darmmodell bis hin zu diesem Felix Broder Award, haben Sie der Aufklärung über Darmkrebs und Darmkrebsvorsorge einen kräftigen Schub in Deutschland verliehen. Eine großartige Leistung. Meine Damen und Herren, informieren und aufklären ohne zugleich Zweifel oder unnötige Sorgen auszulösen. Das ist ein Balanceakt. Im Krebsregistergesetz haben wir die informierte Entscheidung bewusst verankert. Denn jegliche
Form der Früherkennung hat nicht nur Vorurteile, sondern birgt auch gewisse Risiken und Unsicherheiten. Die Bürgerinnen und Bürger sollen daher wissen, was die Chancen und Vorteile der Krebsfrüherkennung sind, aber auch, wo ihre potenziellen Risiken liegen. Sie sollen sich auf der Basis von guten, ausgewogenen Informationen bewusst für oder gegen eine Inanspruchnahme entscheiden können, im besten Sinne dafür. Und auch dann, wenn das organisierte Darmkrebs-Screening-Programm einmal Einzug in den Praxisalltag genommen hat, bleibt für uns alle gemeinsam noch viel zu tun. Die Fachwelt beschäftigt seit geraumer Zeit die Frage, wie sollte mit den Menschen umgegangen werden, die ein erhöhtes Darmkrebsrisiko aufgrund einer familiären Belastung aufweisen, früher als die Durchschnittsbevölkerung an Darmkrebs erkranken können. Die bisherige, aber auch zukünftige Darmkrebsfrüherkennung setzt für diese besondere Personengruppe noch zu spät ein. Wir können solche Risikopersonen, besonders solche mit einem sehr hohen Risiko, am besten erfasst werden. Und welche Vorsorgeangebote, Versorgungsangebote sind hier notwendig? Ein möglicher Anknüpfungspunkt für das Thema familiäre Krebsbelastung bietet das im Juli des vergangenen Jahres in Kraft getretene Präventionsgesetz. Mit diesem Gesetz hat der gemeinsame Bundesausschuss den Auftrag erhalten, die Gesundheits- bzw. Früherkennungsuntersuchungen für Kinder und Jugendliche sowie für Erwachsene weiterzuentwickeln. Zukünftig soll bei den Früherkennungsuntersuchungen ein stärkeres Augenmerk auf die Erfassung und Bewertung individueller Belastungen und gesundheitlicher Risikofaktoren gelegt werden. Ich bin sicher, dass auch die Felix-Burda-Stiftung diese Thematik mit großer Energie weiterverfolgt und mit Fachverstand begleitet. Ich wünsche uns, dass wir in 5 Jahren zum 20-jährigen Bestehen der Felix-Burda-Stiftung werden feststellen können, mit einer weiterentwickelten Vorsorge konnten wir noch mehr Menschen vor einer Darmkrebserkrankung bewahren. Die Preisträger des Felix-Burda-Awards werden daran sicher auch ihren Anteil haben. Ich bin jedenfalls schon sehr gespannt, wer das in diesem Jahr sein wird. Und ich wünsche uns allen jetzt einen spannenden, einen unterhaltsamen Abend. Herzlichen Dank.